Es ist fast wie auf hoher See, hier im Trainingszentrum für Seeleute. Auch wenn Minister Westerwelle mitten in Manila das Steuer hält, hier werden sonst philippinische Kadetten und Offiziere ausgebildet. Die Philippinen sind eine Seefahrernation. Auf den Schiffen dieser Welt sind 30% der Besatzung Philippiner. Sie sprechen halt auch fließend Englisch, die meisten. Und das ist natürlich für die Seeschifffahrt sehr interessant, weil sie dadurch im internationalen Seeverkehr sind. Freundliche Nationen. Und so werben die Philippinen um deutsche Investoren. Fast 6% Wirtschaftswachstum, ein riesiger Markt von fast 100 Millionen Einwohnern, Rohstoffe und eine Regierung, die Investitionen fördert und den Kampf gegen Korruption aufnimmt. Das Land befindet sich noch auf dem Weg in eine einwandfreie, korruptionsfreie Gesellschaft. Wir sind noch nicht ganz da, aber es hat sich sehr vieles bewegt. Der Investor ist in der Regel auch von diesen Problemen nicht betroffen. Den ersten Besuch eines deutschen Außenministers in Manila nach 12 Jahren nutzen die Unternehmer, die oft schon sehr lange hier gute Geschäfte machen. Das Image der Philippinen in Deutschland müsse deutlich aufgebessert werden. Denn die Rolle des Landes in der Region werde immer wichtiger. Und Deutschland müsse sich behaupten gegen starke Konkurrenz aus China und den USA. Natürlich sind beide Länder sehr wichtige Akteure hier. Aber ich glaube, Deutschland als Repräsentant der Europäischen Union kann eine wichtige Rolle hier spielen. Denn Deutschland ist ein wirtschaftliches Kraftzentrum, führend in Europa. Deutschlands Präsenz in den Philippinen kann die drei Regionen zusammenführen. Deutschland zählt schon jetzt zu den größten Investoren in den Philippinen. Und Minister Westerwelle verspricht, auch die politischen Beziehungen weiter auszubauen.